So, servus Leute. Kleines Unboxing für den Anfang von meinem Einkauf heute bei Shishanil. Natürlich wie immer direkt vor Ort. Master war auch da. Schiffe war da. Und noch jemand, nur den Namen weiß ich nicht. Ah, ist auch egal. Jetzt packen wir mal aus. Was haben wir? Der Mia Kohlekorb. Flasche Böscht. Ein Gaskocher, zu dem gibt es aber ein extra Review, weil ich den umbauen will, um ihn effizienter, besser und schneller zu machen. Kartusche, logisch. Kilo Aladin Bambuchas, weil ich sie mal ausprobieren will. Über die ganzen Items, die ich euch zeige, kommen noch Reviews. Kukubrikos, fast überall ausverkauft, weil Tom ja verkauft hat. Power Cleaner von SK. Was haben wir noch? Dosere Bull. Die werde ich mir gleich einverleiben, das brauche ich jetzt. Empfehlung vom Master, weil ich gefragt habe nach Tabak, der nach Cappuccino schmecken soll. Und da hat er mir den Alfacher, Cappuccino empfohlen. Dazu aber auch noch die Elements Molasse. Die habe ich natürlich auch mitgenommen. Das ist das größte Ding. Das hier sind nur Melassen und Tabak. Und zwar bei übrigens www.shisha-nil.de ist momentan eine Aktion am Laufen. Ihr kauft 10 Shisha King Molassen und zahlt nur 15 Euro. Also das ist ein Deal. Das ist ein wirklich guter Deal. Den habe ich auch wahrgenommen. Logisch. Wer hätte es anders gedacht? Geht mal auf die Seite, guckt euch an, sucht euch die Molassen raus, die ihr haben wollt. Bisschen wie Sour Rings, da steht nur noch eine im Laden, ist im Shop schon als ausverkauft gemeldet. Gebt eure Bestellung ab und ich glaube besondere Spezialangebote. Klickt ihr drauf und da steht da 10 SK Molassen zu 15 Euro und dann geht ihr gerade im Formular bei der Bestellung später an, welche Geschmäcker ihr haben wollt. Ihr habt damit schon mal einen guten Deal gemacht. So, ich habe Elements leer gekauft, kann man sagen, beim Master. Wir haben den Elements Ready. Den haben wir 3. Boah. 3-mal. Trauer den Elements ready. 2-mal den Elements dry. 3, 4, 8. Elements ready, sogar noch eine mehr. Und 4 ready strong. Das sind 10-mal Tabak. So. 2-mal Selbstzünder Kohlen, weil ich, wenn ich unterwegs bin oder im Park oder irgendwas hock und einen Kopf rauchen will, ich mit dem Gasbrenner rumrennen will, zünde ich davon einfach 3 an, bastel mir meine Vorrichtung, mach die Kohlen damit an. Zur 4 Medium Pfanne war auch eine Empfehlung von Big2B, schönen Gruß an ihn an der Stelle. Natürlich auch an den an Shishanil, an Master vor allen Dingen, weil er hat mich ins Zweierraum zum Shisha-Rauchen eingeladen. China Head Dichtung. Jetzt kommen wir zu den Molassen. Shishanil hat ihr eigenes Glycerin und sogar eine King Udas Molasse.
Guckt euch an, ich weiß nicht, ob es schon im Shop drin ist. Wenn nicht, geht einfach direkt vorbei und guckt euch das mal an. Ich werde auch Master, falls du das siehst, schick mir mal bitte eine von deiner Mischung, von der Molasse. Und ich schicke dir dann das Geld oder ich komme einfach vorbei. Auf jeden Fall die zwei gab es gratis. Das Zeug ist nicht gesponsert, das Zeug habe ich alles selber gekauft, nur weil so vor irgendwelche ankommen, wow, der hat das Geschenk bekommen, deswegen Review für Shisha Nil. Nein, mache ich aus dem einfachen Grund, weil ich von dem Shop überzeugt bin und der Meinung bin, in meiner Gegend, also Monnem, Darmstadt, ist das der beste Shop. So, jetzt fangen wir an mit dem Molassen. Shisha King 10 Stück. Kann man sehen. Frozen Orange. Weird Temptation. Black Pia. Tonic Fruit. Blueberry Muffin. Blue Gumball, Wild Forest, Lemon Desire, Lemon Kiwi, Magic Strawberry und für den Alfacher Cappuccino Tabak mir Master empfohlen Elements. Cappuccino Molasse würde ich auf jeden Fall anprobieren. Danke an dich nochmal für den Tipp. Würde ich auf jeden Fall tun. Shisha Nil. Link schreibe ich euch auch nochmal unten in die Description. Ja, für den Funnel noch ein Edelstahlmod, den werde ich aber umbauen, das will ich euch auch zeigen. Und ja, zu allen Tabaksorten mit verschiedenen Molassen werde ich Videos machen. Ich werde Reviews, ich werde ein How-To machen, ich werde den Element Super Dry nach der 79er, egal. Methode präparieren und ja, dann bis zu den Reviews. Macht's gut.